Hi Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, ohne meinen Mann, diesmal. Ich mache für euch eine Duo-Runde. Diesmal versuche ich den epischen zu holen. Mal gucken, ob ich's schaffe. Let's go! Hallo. Es geht, hallo. Hi, alles gut, was geht bei dir? Nichts. Nichts? Ja, nichts Besonderes, außer ich nach der Runde pennen muss, weil ich morgen früh raus muss. Um 6 Uhr. Und du bist noch wach? Ja. Warum tust du dir das krass, an? Ne? Warum tust du dir das an? Warum nicht? 6 Stunden oder 7 Stunden Schlaf reichen. Ah, wie alt bist du? 14, du? 25. Okay. Lass Dalon hier. Können wir den epischen holen? Können wir versuchen. Versuch's die ganze Zeit. Aber ich schaff's nicht. Bist du YouTuber? YouTuberin? Ja. Okay. Ja. Und ich versuche gerade den epischen zu holen. Im Duo. So easy. Ach so. Okay. Ich versuche es, aber wenn die Runde zu Ende ist, ich sehe so, es ist 23.30 Uhr oder so. Gar kein Bock. Morgen komm, das ist deine letzte Runde. Du musst den epischen holen. Habe ich schon heute in Rank. Oh mein Gott, okay. Dann musst du den jetzt holen. Ich gebe mein Bestes auf ihn. Dann mach das mal. Ich gebe auch mein Bestes. So, welches Season zockst du? Mit Anfang an bin ich dabei. Zockst du Rank? Nein. Ich jetzt an. Du aber, ne? Ja, yeah, ab und zu, ja. Cool, cool. Lass da hin, man greift den Bot an. Also, Peter Griffin oder keine Ahnung. Okay. Ich hab halt nur eine graue Pump. Ich hab gar keine Pump. Ja, das ist nicht. Na, nicht so gut, ne? Nicht so toll. Oh doch, jetzt hab ich eine. Sie 10.000 Schritte. Oh mein Gott! Von hinten! Jo. Da ist ein Gegner, pass auf! Der hat mich. Ja, ich komm gleich nochmal wieder. Yeah, mach in Ruhe. Ich brauch nur den epischen. Hast du morgen Schule oder warum musst du um 6 aufstehen? Ja, ich habe morgen Schule, deswegen. Dann möchte ich mit dem Bus fahren. Ja, immerhin darfst du so lange wach bleiben, wa? Ja, normal. Naja, so normal ist es jetzt auch nicht, oder? Okay, meine Freunde, die sind bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts wach, oder? Ich kenne so viele. Ja, damals war das nicht so normal, okay. Wie heutzutage. Ich gebe mein Bestes, also wenn ich sterbe, du musst nicht so wütend auf mich sein. Ach also. Nein, du schaffst das schon. Ich habe kein Minis, ich habe kein Schild. Ich glaube, du bist gut. Doch, da, jetzt hast du was. Ja, zwei. Bin eh cool. Die haben auch noch nicht den Boss getötet. Und den Boss will ich auch nicht holen, weil ich sehr stark vermute, dass es die Gegner sind. Ich glaube auch. Aber warum töten wir denn nicht den? Ja. Pass auf, da ist ein Gegner. Warte, wo kann ich dich wiederholen? Ich hole dich direkt hier wieder. Ja, hier direkt unten. Nein, nein, nein. Das passt falsch knapp, an. Ne? Ganz knapp. Ich weiß nicht, ob wir uns noch den Tresor gönnen wollen. Weil die Sonne kommt. Ich denke, lass einfach. Klick da einfach direkt schon zu diesem Tresor. Und was machst du so für Content als, ich sag mal, keine YouTuberin? Also mit meinem Mann zusammen machen wir so Videos, weißt du? Okay. Jetzt gerade versuchen wir den epischen zu holen im Duo. Hier, lass dir die blaue Chest. Kommst du? Boah, ich bin jedes Mal falsch. Du musst einfach hier runterkommen. Achso, du musst dich beeilen, die Sonne kommt. Ich lasse dich das Apple ist. Geh schon mal. Ja, geh schon mal. Oha, warum hast du die nicht aufgemacht? Nehme ich hier übrig lassen. Oh mein Gott, hier, wie gute Dämon. Komm, ich brauch deine Hilfe. Okay.
Dead. Sehr gut. Ich bin hier noch geholt. Ich gehe schon mal rüber in die Zone. Die Zone kommt jetzt. Was macht ihr für Ticks? Einer Ticks, ne? Guck mal auf Karte. Ja. Ja, ich hab safe gleich noch 8 Stunden, 7 Stunden Schlaf, das reicht safe. Ja, man braucht ja wie noch viel bist Stunden, du denn ne? früher ins Bett gegangen? Um wie viel Uhr? Mit 14? Ja, mit 14 ungefähr. 14, 15. Ja, okay, ja. Auch so spät. Will nicht lügen. Aber sei ehrlich, Schlaf ist das Beste. Ja, es ist schon gut. Es ist sehr gut. Ist das dein Hobby, dein Lieblingshobby? Schlafen oder? Auf jeden Fall. Okay. Wäre Schlafen ein Hobby, wäre das auf jeden Fall mein Lieblingshobby. Ich habe gerade eben auch jemanden getroffen, der war, glaube ich, 21. Also, der habe ich gezockt, der musste auch morgen früh raus um 5 Uhr. Der wollte die ganze Zeit aufgehen. Er meinte so, also sie haben so danach kreativ gespielt, so eine Runde. Und er meinte, er braucht nur noch 2 Kills. Er geht dann auf, wenn er 10 Kills hat, muss er mit mir 1,5 Stunden mit mir in diese Map zocken und bis er aufgehen konnte. Oh mein Gott. Ich so, das nächste Mal, morgen, wenn du aufstehst, richtig müde bist, dann weißt du, wegen welchem Bastard du so müde bist. Ich war schon richtig müde, so direkt so, ich gehe auf. Ja, 5 Uhr, Alter. Ja, der hat ja so gut wie gar keinen Schlaf, der Arme. Das stimmt. Also, ich bin das gar nicht schuld, also, ja, er hat sich selber das Ziel gesetzt. Ich muss um 7 aufstehen. Was arbeitest du beruflich? Also wenn du arbeitest? Ich hab 2 Kinder. Du hast schon 2 Kinder? Ja. 25 oder wie alt bist du schon? Ja, 25. Ja, okay. Einen in der Klasse schon schwanger mit, ich glaube, 16. Okay, chill. Wirklich? Ich meine das ernst. Hä? Geht sie noch? Ist sie noch? Geht die noch zur Schule? Ja, die geht noch zur Schule. In welcher Klasse bist du denn? 9. Ja, und wie macht die das dann? Ja, die hat einen Freund und die kann halt zur Schule gehen. Die macht sogar einen Sport mit. Sogar die Lehrer verbieten das nicht mal. Ganz komisch. Ja, auf jeden Fall. Aber die wissen, dass sie schwanger ist. Ja, die hat auch schon einen großen Bauch. Also etwas. In welchem Monat ist die denn? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Krass. Die meint noch irgendwie, dass das Kind, glaube ich, behindert wird oder Mongoloid. Keine Ahnung, warum. Warum? Also, mein Lehrer meinte das. Vielleicht, weil die so jung ist oder irgendwas, weiß ich nicht. Okay, hier ist Gegner. War das ein Unfall? Ich glaube ja, ich weiß das ehrlich gesagt, weil ich nicht wirklich dabei war und mir nicht alles angehört habe. Ich habe das nur von den Mitschülern so mitbekommen. Und die Lehrerin hat das in so einem, wir haben uns so eine, ich sag mal, Gruppe gebildet. Und da hat sie erzählt, dass sie schwanger ist. Und die ist und dass wir auf sie aufpassen sollen. Und einer hat die dann, ein Freund von mir hat sie dann sehr beleidigt mit Wörtern, weil die sehr viele Stimmungsschwankungen hatte und ihn einfach so beleidigt hat die ganze Zeit. Und deswegen war der sauer, deswegen. Die hatte Stimmungsschwankungen und hat ihn die ganze Zeit beleidigt. Also hat ihn die ganze Zeit genervt, obwohl er nichts gemacht hat oder so. Die ist noch so jung, ne? Ja, jetzt fängt bald ihr richtiges Leben an, aber du bist auch noch jung. 25, ja, das stimmt. Das stimmt. Hier ist ein Gegner bei mir. Gut. Ich empfehle jedem erstmal das Leben zu genießen. Hier ist die. Oh, hier ist noch ein Gegner. Irgendwo. Hier ist die goldene Kram. Was hast du für, ich sag mal, Kinder? Also 2 Jungs, 2 Mädchen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Es wird sehr anstrengend für dich. Sag ich dir jetzt schon. Es ist jetzt schon anstrengend. Das kommt erst noch mit der Pubertät und so. Ich meine, wir haben uns immer geklopft früher und haben uns immer gestritten. Mama dies, Mama das, wer das. Was wird noch bei dir vorkommen? Oh, ich fein gleich. Nee, ich finde Jungs sind echt schlimm. Ich liebe meine was Kinder meinst du, über alles, was meinst aber du Jungs schlimm? Sind wirklich anstrengend, finde ich die. Ja, das aggressiv. Boah, die sind echt aggressiv. Also, ich bin der ruhigste in meiner Klasse. Ey, hier ist ein Gegner bei mir. Sag jetzt, wo ich gerade weggehe von dir. Bin natürlich. Alles gut.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt pushen soll. Bleib mal besser hier. Tanzen. Tanzen einfach. Du musst die umbringen. Du musst die umbringen. Da sind zwei. Ich warte, bis einer kommt, dann drücke ich mit meiner mythischen Papier. Du schaffst das. Kann ich irgendwo wiederholen? Ich glaube nicht, oder? Töte die einfach nur. Sind die immer noch da? Ich glaube ja, oder? Ja, bestimmt. Nee, die sind gerade weg. Die sind jetzt weg. Weggesprungen. Oha, die fighten sogar jetzt gerade. Da, die fighten. Geh. Oh, konzentriere mich jetzt. Guck, einer ist tot sogar. Guck da. Schaffst du. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kommt bauen. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, du bist besser. Shit. Nein! Digga! Egal, das ist nicht dein Lebensende. Ich edit dich, wir können morgen spielen. Ja, können wir. Und dann hole ich dir wirklich einen Sieg. Okay, hoffentlich, ne? So, das war's, Leute. Leider habe ich keinen epischen geholt. Dafür hatte ich eine korrekte Runde. Und der Typ hat mir versprochen, morgen den epischen zu holen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like da, ein Abo und ein Kommi. Ciao!